Also entweder ich raste gleich auch wieder komplett aus oder der ist sogar ein Stückchen besser. Wir haben Teil 2, der Smile Cosmetics Adventskalender und der ist sogar 5 € günstiger. Und was hier drin ist, finden wir heute heraus. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Wir suchen den besten Adventskalender dieses Jahr. Ich habe eigentlich gar keine Lust auf den. Bin ich ehrlich, aber das gehört dazu. Wir hatten ja vor einer Weile schon den Smile Cosmetics Adventskalender in Blau für 24,99 €, also 4 € teurer oder 5 € teurer als dieser hier. Ich muss sagen, mir gefällt das Packaging hier noch ein bisschen besser. Es ist ein bisschen was Besonderes, es sieht so ein bisschen festlicher aus. Am Ende des Tages zählen aber die Produkte, die hier drin sind, und wir schauen, was hier drin ist, denn es könnte genauso ein Flop werden wie der andere. Ich muss dazu sagen, beim anderen ja, da habe ich natürlich auch ein bisschen überreagiert, aber es gehört natürlich so ein bisschen dazu, wenn ich weiß, ich kaufe Sachen für euch, um sie zu testen und ich mir vorstelle, dass jemand vielleicht das Video nicht gesehen hat und dieses Ding gekauft hat und dann so enttäuscht ist. Ah, das fühlt sich für mich nicht so gut an und da gebe ich dann auch einfach gerne mal ein bisschen Gas. Der ist jetzt 5 € günstiger. Schauen wir mal, was dran ist, ne? Das Design hat so ein bisschen was von Schokoladen-Adventskalender. Du hast so Türchen, die du aufbrechen kannst. Wir schauen einfach mal, was mit drin ist. Ich gehe da wieder komplett durch. Beim letzten war ja wirklich viel Müll mit dabei. Ich weiß auch nicht, was hier mit drin ist. Ich habe mir das nicht angeschaut, damit meine Überraschung genauso groß ist wie eure. Keine Lust mehr. Also erstmal, wie willst du es da rausbekommen? Ich will nicht mehr. Das ist ein Türchen. Komm, wir machen mal die 1 auf. Ist das dieselbe? Wir haben eine Lidschattenpalette. Ist es dieselbe? Nein, ist eine andere. Hier sind mehr matte Farben mit drin. Okay, wir haben eine Lidschattenpalette. Das ist ein neues Produkt. Ein Lippenstift in so einer Jumbo-Form. Kannst du sogar rausdrehen. Riecht nach nichts. Okay, das finde ich sehr, sehr spannend, Tatsache, weil das in dem anderen nicht mit drin war. Ist auch eine schöne festliche Farbe, würde ich sagen. Komm, wir sind jetzt mal mutig. Das ist ein sehr schönes Rot. Hat so ein bisschen was von Vaseline mit Farbe auf den Lippen, fühlt sich aber gar nicht so schlecht an. Ich frage mich da halt jetzt nur, und da bin ich ein bisschen traurig, dass ich euer Feedback von dem anderen Video noch nicht habe, für wen dieser Adventskalender sein sollen. Sind das für junge Mädchen? Warum braucht ein junges Mädchen einen knallroten Lippenstift? Oder ist das für jemanden, der einfach... Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Das ist eine wunderschöne Farbe. Es fühlt sich sehr, sehr leicht auf den Lippen an, muss ich dazu sagen. Fühlt sich gut an, es trocknet nicht so aus. Aber nee, komm, machen wir mal weiter. Wir haben auch hier einen Nagellack mit drin. Auch der passt perfekt zum Lippenstift. Okay. Okay, und wir haben einen Lip Liner. Das ist allerdings dieselbe Farbe wie in dem anderen Adventskalender. Das finde ich jetzt aber per se nicht ganz so schlimm, weil die Chance, dass jemand beide Adventskalender kauft, ist natürlich gering. Ich mag diese Türchen ehrlich gesagt nicht so. Wir haben hier einen Lippenbalsam. Das ist ein bisschen eine andere Farbe. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das ist ein bisschen eine andere Farbe. Okay. Wieder so ein Ding. Warum? Was willst du damit tun? Was willst du damit tun? Guck mal. Also wenn du beide Adventskalender hast, dann hast du jetzt mittlerweile schon 3 von den 10 Trennern. Langsam kommen wir dem Ziel ein bisschen näher. Du brauchst ja nur 4 Trenner. Und mein Geburtstag? Ach schön, guck mal. Nochmal Nagelsticker. Also, ich würde das Video an dieser Stelle am liebsten abbrechen, weil ich ahne, dass hier eigentlich dieselben Produkte drin sind, nur ein bisschen in einer anderen Farbe. Es ist ein bisschen günstiger, ja. Wir haben hier ein Lipgloss in so einem Polo. Auch das, okay, ist eine andere Farbe als beim anderen Adventskalender. Aber selbstverständlich haben wir auch die provisorische Nagelfeile mit drin. Und damit ist mein Vorrat an Nagelfeilen in Adventskalendern definitiv aufgebraucht. Ich kann bald eine neue Blushpalette machen. Das ist eine sehr krasse Farbe, ist so ein richtiges Hot, 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 Hot Pink. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Die würde ich tatsächlich gerne mal ausprobieren, aber im Moment kommt sowas nicht auf meine Haut, weil ich einfach nicht weiß, was da dran ist. Ne? Also da bin ich im Moment wirklich sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Da mache ich keine Experimente. Aber wir haben noch einen weiteren Nagellack. Ich bin auch mittlerweile nicht mehr schockiert, wenn ich ehrlich bin. Wir haben 2 verschiedene Nagellacke in wirklich schönen Farben, muss man sagen. Ich finde, der Lippenstift sieht sehr, sehr gut aus, oder? Passt auch so ein bisschen zu meinem Outfit. Ich sehe ein bisschen aus wie Emily in Paris heute. Ich dachte schon, dass wir nur einen von den Applikatoren haben. Aber Gott sei Dank haben wir 2 davon, damit du gleich 2 in den Müll schmeißen kannst. Wir haben einen Spiegel. Die ist sehr schön. Die sieht wirklich hübsch aus. Eine Lidschattenpalette, diesmal mit so ein bisschen was Grünlichem und Bläulichem. Es ist halt alles nicht so weihnachtlich, ne? Also der Lippenstift, okay, ist ein roter Lippenstift. Die Nagelsticker, okay, sind Nagelsticker.
Aber bis jetzt ist es noch nicht so super, super weihnachtlich. Die Sachen geben mir alles so Sabrina Rudnick-Vibes. Kennt ihr noch Sabrina Rudnick? Euroshop-Make-up? Und die Sachen waren gar nicht so schlecht. Die Foundation zum Beispiel damals. Wir haben Blush, auch eine sehr, sehr schöne Farbe. So ein bisschen was reduzierteres, ein bisschen gemuteter, nicht ganz so leuchtend. Gefällt mir gut. Also die Blushes farblich gefallen die mir sehr, sehr gut. Aber müssen wir mal gucken. Wir haben einen weiteren von diesen Jumbo-Sticks in so einem schönen, zarten Pinkton. Die fühlen sich wirklich gut an. Die hätten auch von, weiß ich nicht, Rivaldi Loop sein können oder so vom Feeling her. Wir haben einen grünen Eye-Pencil. Im anderen war einer in Blau mit drin. Und wir haben einen in Petrol. Okay, das gefällt mir ziemlich gut. Das sind wirklich schöne, spannende Farben, die man mit Sicherheit so nicht so oft immer in Produkten hat. Und es geht natürlich noch weiter, ihr süßen Mäuse. Wir haben noch drei Türchen vor uns. Wir haben einen weiteren Lip Gloss. Gott sei Dank auch wieder einen Anspitzer, den braucht man natürlich auch. Und damit wir auch den letzten Zeh trennen können, unseren Zehentrenner diesmal in Schwarz. Ist hier noch was drin? Nee. Ich glaube, ich bin auch nicht mehr so überrascht, ne? Also jetzt, ich drehe die Videos hintereinander weg. Da ist natürlich der Schock aus dem ersten Adventskalender noch so. Ich muss diesmal wirklich dazu sagen, er ist immer noch günstiger als der andere. Ne? 5 Euro, das macht schon einen großen Unterschied. Würde ich sagen, kauft euch den. Wenn ihr den kauft, also wenn ihr wirklich entscheidet zwischen dem anderen und dem, kauft euch den, weil ihr habt dann noch ein paar andere Sachen mit drin. Ist jetzt wirklich viel Müll wieder mit dabei, ne? Diese Zehentrenner, Anspitzer, Nagelfeile, aber du hast spannende Farben, die mir wirklich besser gefallen als in der anderen Version. Weiß ich nicht, wie es da bei euch ist. Der Lippenstift fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Ansonsten ist da wirklich, wirklich... Nee, ich bin da nicht so streng wie beim anderen. Aber wahrscheinlich, weil mich da auch jetzt einfach nichts mehr schockt. Ich verstehe diese Füllerprodukte einfach nicht. Ne? Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wenn wir dann noch den Spiegel dazu zählen, 10 Füllerprodukte. Das sind fast 50%. Das ist eine Menge. Das ist wirklich eine Menge, muss ich sagen, an Plastikmüll, der eigentlich keine Verwendung hat. Die Sachen sind natürlich klein, die Qualität wird jetzt nicht überragend sein. 20 Euro kann ich sagen, ist okay, ist jetzt nicht krass. Für 25 kriegst du wahrscheinlich auch schon den Nisan Adventskalender und hast deutlich mehr davon. Ich glaube, das ist jetzt so ein persönliches Ding im Vergleich zum anderen, definitiv den hier. Am Ende des Tages würde ich aber auch nicht sagen, das ist jetzt der Adventskalender des Jahres, ne? Ist, glaube ich, ganz klar. Ich bin es einfach leid, diese billigen. Ich habe kein Problem mit billigem Make-up. Ich habe Probleme mit billigen Zusatzartikeln, die in Adventskalendern drin sind, die aber nicht günstig sind. Also beim letzten habe ich auch gesagt, so 15 Euro, 14,99 wäre okay. Ich glaube, der von Action letztes Jahr hat auch 15 gekostet und der war ein Volltreffer. Da waren so viele gute Produkte mit dabei. Da verstehe ich das ja nicht. Da will ich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel sagen. Außer spart euch euer Geld. Ihr süßen Mäuse, schön, dass ihr mit dabei wart und wir sehen uns zum nächsten Adventskalender-Unboxing hier wieder.